Heute geht's raus zum Angeln. Leute, heute geht's raus zum Angeln. Bei bestem Wetter. Wir haben so minus 5 Grad, Sonnenschein, windstill. Perfekt. Da will ich euch mal zeigen, was wir heute mitnehmen. Wir wollen Dorsch angeln für Trockenfisch. So, dann gehen wir mal ums Boot rum. Zeige ich euch. Geil eigentlich, ne? Schön, die Sonne kommt hoch. Wunderbar. Was haben wir mit? Klappstuhl für den Arsch. Rettungsweste. Bisschen was wir ans Band binden können, Wobbler, Blinker, Gummifisch, Rutenhalter, das ist meine Müllkiste hier, antreiben tut uns heute 10 PS, reicht, bin nicht so schwer, das Boot ist leicht, ruhige See, passt. Rutentechnisch, zweimal 2,70 Meter, einmal 2,10 Meter, zweimal Multirolle, einmal stationär, 0,16er Schnur. Reicht für unsere Zwecke völlig aus. Eine Kiste für unseren Fisch, hoffentlich ein Gaff. Wichtig, töten wir nicht damit, sondern das ist wirklich nur zum Landen der Fische. Raus aus dem Wasser, rein ins Boot. Günstiger Anhänger, keine Beleuchtung oder sonst irgendwas, weil wir fahren ja auch nicht auf öffentlichen Straßen damit. Wir fahren direkt hier unseren Feldweg runter, zack, runter zum Wasser. Da sind wir schon da. Ja, da würde ich mal sagen, ich habe Bock. Wenn ihr auch Bock habt, bleibt dran. Wir sehen uns unten am Wasser gleich.
Uiuiuiui. Ja. Ja, dann werde ich mal ein Stück wieder zurückfahren. Ja Leute, wir haben hier unsere feste Stelle. Angeln jetzt momentan ja, von 12 Meter runter auf 20 Meter. Wir lassen uns einfach treiben. Ich muss weiter noch da. Ziemlich flach, ne? Ich glaube, hier sind wir verkehrt. Dann fahren wir ein Stück weiter. Da hab ich einen. Na, wollen wir mal schauen, was das für einer ist. Ist jetzt nicht so groß. Ui. Okay, ich nehme alles zurück. Decke kannst du mal nehmen. So Leute, in der Zeit wieder zwei neue, drei Stück. So, der eine, der hatte um die 90, dann haben wir einen 80er dabei oder zwei 80er dabei. Gute Küchenfische. So, Köder rein, ansonsten fangen wir nichts. Das schneide ich raus. Oh, ich muss mich mal hinstellen. So. Boah, ich fall gleich ins Wasser hier. Die Alte beugt sich vor. Was ist ein Fisch? Ich bin mal ins Wasser gefallen. Ich habe ihn gar nicht mitgekriegt, dass das Boot so schräg ist. Und Fisch. Ja, 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 ja. Ui, 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 ui. Ruhig, ruhig, ruhig. Da kommt er. Silke hat einen Krautaal. Sie sagte jetzt auf Norwegisch, heute gibt es Salat zum Mittag. Ich esse dann lieber Fisch. Also ich angel hier so 2-3 Meter über Grund. Die Dorsche können gut hochgucken. Runtergucken ist ein bisschen schwierig. Na Leute, ich kann euch nur eins sagen. Falls ihr Stress im Alltag habt oder so, mietet euch ein Boot oder ihr habt ein Boot. Raus aus Wasser. Schreiben Bolivar, guck mal über Land. Da sitzt ein Adler auf dem Stein. Nein. Nö. Ein bisschen groß für eine Möwe. Hier ist nichts. Fahren wir mal ein Stück weiter. So, Silke hat gesagt, hier all beat. Wir angeln nicht mit Sheet. Wir angeln nur auf Wurm, bei Regen, Wind und Sturm. Ja, hier fangen wir noch Fisch. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade momentan in der Ostsee oder Nordsee aussieht. Ich habe nur gehört, dass die Bestände extremst zurückgegangen sind. Falls ihr da ein bisschen mehr Ahnung habt oder Wissen, dann schreibt es mir bitte unten rein in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Also im Prinzip der Grund, warum wir
jetzt im Februar, also ziemlich früh rausfahren, ist das der Kabeljau. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Plus, dass wir gerne Trockenfisch, den müssen wir jetzt so früh wie möglich aufhängen, denn wenn die Monate nachher, also ab Mai nachher, kannst du nicht mehr aufhängen. Ende April wird auch schon ziemlich spät, weil dann wird es zu warm und dann kann es sein, dass der Fisch verdirbt oder die Fliegen ihre Eier dort drin ablegen. Deswegen so früh. Wie ist es eigentlich mit euch? Habt ihr das Glück, ein Boot zu haben oder angelt ihr von Land, so Brandungsangeln? Oder wohnt ihr in Küstennähe und habt Zugang zur Seebrücke? Ich habe immer gern in Graal-Müritz auf der Seebrücke geangelt, Hornfisch, nachher wenn der Raps blüht. Echt Spaß gemacht. Teelöffel abgeschnitten, den Griff als Köder genommen, funktioniert wunderbar. Nur mal als Tipp. Bis meine Frau sich nachher gewundert hat, warum wir keine Teelöffel mehr am Schubfach haben. Momentan beißt nichts mehr, das ist ziemlich typisch. Wir haben jetzt Vollflut, deswegen fahren wir immer so 2 Stunden früher raus. Also immer wenn Bewegung im Wasser ist, wenn die Flut kommt und wenn sie wieder geht, so 2 Stunden nach Vollflut und 2 Stunden vor Vollflut. Dann ist Beißzeit und wenn der höchste Stand, wenn wir den höchsten Stand haben, dann ist irgendwie tote Buchse. Wart ihr eigentlich auch schon mal in Norwegen angeln? Lasst es mich wissen. Und denn wo? Und euer größter Fisch? Ja, die Frau meint, einfach mal den Pilger hinterherziehen. Wir fahren mal hin und her. Da, Biss. So gesagt, Seelachs, sowas findet sich nicht, sowas gibt es nicht, Leute. Lasst euch nicht sowas erzählen. Man sagt Seelachs, ja, ist aber ein Köhler. Stehen wir ein bisschen auf, könnt ihr besser gucken. Ja, der macht ganz schön Alarm. Och, die Sonne kommt raus. Kamelsack. Silke meint Kamelsack, sie meint damit kein Dorsch. Da ist sie am Campen. Ups, die ist glatt auf dem Boot. Muss ich mal anders hinstellen. So. Sehen kann ich noch nicht. Ja, ist ein Köhler. Der sieht gut aus. So, dann weg, soll ich mal helfen? Nee. Da. Leute, habt ihr gesehen? So kann es gehen, Leute. 1:0 für Fisch. Nein, ich habe noch nicht ausgetrunken. Nein, ich möchte keinen Zeh mehr. Wir haben so einen scheiß Infutter, da kriege ich die Krise mit. Ekelhaft. Ich möchte auch keinen Zeh, nein. Ja, ich fange mal jetzt schon langsam an rum. Warum Deutsch? Ich fange mal jetzt schon langsam an rum. So, da ist einer eingestiegen. Ich mache mich mal ready. Dann sind wir mal gespannt, was sie da am Band hat. Sieht aus wie ein Köhler. Bisschen höher, Silke. Kleinere. So, ja, na der kann wieder rein. Ja, rein. Tschüss. Jeden Fisch, den man nicht rausholt, ist mindestens doppelt so groß. Silke meint... Silke meint, den sie dran hatte, war mindestens 1,20. Ah ja, okay. Das ist aber schick. Guck mal, was Silke gefangen hat. Das ist hübsch, ne? Kann man nur nicht in eine Pfanne hauen. Mal.
Silke, der Drilling ist kaputt. Der Karabiner durchgebrochen. Bin ich ja mal gespannt, ob ich das jetzt hier bei der Kälte neu gebunden kriege. Guck mal hier. Ich habe eine meine Frau, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Nack, nack, nack. Gut, auf dem See für Hecht, ja. Und hier so einen riesengroßen Affen. Meine Frau ist crazy. Ersten 40 cm schneide ich meistens ab. Rein. Nochmal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann nehmen wir das Ende. Vorne durch. Und hier durch. Einmal festziehen. Okay. Fertig. Na, jetzt. Uiuiuiuiuiui. Leute, Fisch. Ziemlich groß. Ja, der ist schön groß. Habe ich gerissen. Ich hoffe nicht, da jetzt. Wo ist denn der Gaff? Ich will gerade auch rein. Da ist er. Uiuiuiuiuiui. Abschluss. Wir fahren jetzt wieder rein. Ausbeute des Tages. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. 7 oder 8, ne? Schöne Dorsche. Silke versucht man noch. Ihr Glück, letzte Mal. Die Sonne ist mal wieder rausgekommen. Mir ist arschkalt. Was so richtig geil ist, guck mal. Na gut, jetzt haben wir auch Wolken. Vorhin war hier keine Wolke über uns. Nur vor der verschissenen Sonne. Eine so eine verkackte Wolke. Naja, meckern auf hohem Niveau. So, was soll ich sagen? Zu guter Letzt, Silke auch mal ein Biss gekriegt. Yeah. Circa doch noch eingekriegt. Aber jetzt geht's rein. Attacke. Leute, mittlerweile ist Abend, der Fisch hängt,
So, im Prinzip, was ich gemacht habe, ich habe die Mittelgeräte rausgetrennt und kurz vorm Schwanz oben abgeschnitten. Man kann den auch aufhängen mit Mittelgeräte, bloß dann schmeckt er ein bisschen fischiger. Und das mag ich nicht so. Und deswegen nur die Filets. Und wir haben ungefähr jetzt 10 Kilo Fisch. Hier kommt jetzt noch ein Netz schräg, damit die Vögel ein bisschen abgehalten werden. Und dann ist alles gut. Dann warten wir 3 Monate und dann gibt Fisch. Ja! Freut sich auch schon. Schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bisschen kalt war es heute, aber ansonsten schön windstill, guten Tag gehabt. Gut gefangen, bis zum nächsten Video. Schön, dass ihr da wart. Reingehauen. Hier, was ich gestern gemeint habe, mit dem Netz. Das ist eigentlich nur, dass da kein Viehzeug rankommt. Ey, Gütten, hä? Wollte spielen, ha? Ach ja, stimmt. Hier liegt das Material fürs nächste Projekt.